Ähnliches gilt für das folgende Paar. Mit Johannes Ehning, mit unserem vierten Starter heute, mit dem Cornet Obolensky nachkommend, Corn Pleasure, den wir schon unter Clarissa Krotter gesehen haben im internationalen Sport, aus der Zucht und dem Besitz von Familie Fedorowskaja. Ist Corn Pleasure in der Nähe von Moskau groß geworden. Und war sogar der Corn Pleasure, mit dem er am Freitag siegreich war. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Johannes Ehning gewann die erste Qualifikation zum großen Preis. 3 Sterne ist mitstechen. Hier beim K&K Cup. Sehen wir die Dreifache, wie sie an der langen Seite hier unter, hier runter Richtung Ein- und Ausritt zu springen ist. Und heute wieder mit dabei im Stechen, fehlerfrei, 61,27, Johannes Ehning und Corn Pleasure. Und damit haben wir also das Stechen zwischen Toni Hassmann und jetzt mit Johannes Ehning nach 4 Paaren. Steht das also schon fest, schon 2 Nullrunden gesehen. Bei 45.